Und jetzt alle noch mal zusammen. Sagt es laut, sagt es klar. Wir sind alle unteilbar. Sagt es laut, sagt es klar. Wir sind alle unteilbar. Wunderbar, ein Applaus an euch alle. So, wir freuen uns jetzt ganz besonders, auch Lala Süßkind hier begrüßen zu dürfen. Lala ist die Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Hallo Lala. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für eine offene und freie Gesellschaft. Ich bin heute bei euch, um mit euch für eine demokratische Gesellschaft zu streiten. Denn ohne Streit, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine lebendige Demokratie nicht zu haben. Ohne Streit stirbt unsere freiheitliche Demokratie. Die jiddische Sprache in Europa ist heute weitgehend verschwunden. Der Nationalismus hat sie fast ausgerottet. Aber die jiddische Sprache hat der Welt ein Wort geschenkt, das ich sehr schätze und das ihr wohl alle kennt. Tachlis. Wir müssen Tachlis reden, wenn unsere freiheitliche Demokratie angegriffen wird. Und sie wird angegriffen, wenn der Zusammenhang der allgemeinen und unteilbaren Menschenrechte aufgelöst wird. Denn wenn ein Grundrecht für eine Bevölkerungsgruppe in Frage gestellt wird, dann stellt dies das Grundrecht als solches und die Unteilbarkeit der Menschenrechte in Frage. Wir müssen uns wehren, wenn Rechtsextreme gegen die Vielfalt in unserem Land hetzen. Wir müssen uns vor Menschen jeder Herkunft stellen, vor Schwule und Lesben, vor Sinti und Roma, vor alle, die Tag für Tag aufgrund von Vorurteilen angegriffen und beleidigt werden. Zu der Vielfalt, die wir gemeinsam verteidigen müssen, gehört auch das jüdische Leben in Deutschland. Jüdisches Leben in Deutschland heißt für mich, dass ich nicht als Fremde, sondern als Bürgerin wie alle anderen auch in diesem Land leben kann. Der Antisemitismus vereint sehr verschiedene Feinde und Verächter unserer freiheitlichen Demokratie, auch wenn diese sonst einander spinnefeind sind. Deutschland ist vielfältiger geworden und auch der Antisemitismus. Es sind nur heute nicht nur Rechtsextreme, die das jüdische Leben und unsere Demokratie angreifen. Neben dem Judenhass von rechts, mit dem Jüdinnen und Juden schon immer leben müssen, kommen heute neue Bedrohungen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Auf diesem Platz stehen auch Anhänger und Anhängerinnen einer weltweiten Boykottkampagne gegen Israel. Sie wollen, dass die Welt jeden Kontakt zu Israel, zu seiner Wirtschaft, seinem Kulturleben und zu seinen Sportlern beendet. Sie wollen Israel zum Ghetto machen. Wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Ich finde es unerträglich, dass alltäglich Verschwörungsmythen verbreitet werden, die sich letztlich auf antisemitische Gerüchte über die Juden gründen. Heute versteckt sich der Hass auf Juden am liebsten im Hass auf den jüdischen Staat Israel. Und er äußert sich nicht zuletzt in der Delegitimierung und Dämonisierung Israels sowie in der Anwendung doppelter Standards an den jüdischen Staat. Wenn wir wirklich unteilbar sind, dürfen wir diesen Angriffen auf die größte jüdische Gemeinschaft der Welt nicht dulden. Danke. Wir müssen uns wehren gegen das Gift von antisemitischen Gerüchten und Verschwörungswahnsinn. Tatsächlich werden Juden auch von Menschen beleidigt, bespuckt und angegriffen, die selber von Rechtsextremen beleidigt, bespuckt und angegriffen werden. Ich rede vom Antisemitismus von Muslimen, die von Hasspredigen und antisemitischen Verschwörungstheorien zum Hass angestachelt werden. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, dass die Mehrheit der Muslime mit dieser Gewalt nichts zu tun hat. Und gerade deswegen müssen wir Tachlis gegen muslimischen Antisemitismus reden. Denn ich möchte in einer Demokratie leben, in der wir der Vielfalt und der Komplexität von Menschenfeindlichkeit ins Auge sehen. Ich möchte in einer Demokratie leben, in der wir der Vielfalt und der... Ach, das hatte ich schon. Ich möchte in einer Demokratie leben, in der wir auf Augenhöhe Tachlis reden. Ich möchte mit euch allen zusammen und mit euch leben und zusammenleben und streiten. Als Jüdin, als Bürgerin und als Mensch. Schön, dass ihr da seid.
Vielen, vielen Dank, Lala.